Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Arsch, Version Cyberpunk 5. Ja, ich wünsche allen einen schönen 4. Advent. Hoffe, ihr habt schon was gehabt, einen Kaffee oder so, einen schönen Mittag. Vielleicht kommt noch Kaffee, noch einen Kuchen, ne? Für einen schönen guten Appetit. Lasst euch schmecken. Ja, ich mache hier weiter mit Kalkstreuen. Das heißt, erstmal den Traktor erstmal zuklappen, ne? Und den nächsten da unterstellen, damit er schon mal voll wird. Das ist nämlich das dauert ein bisschen. Der steht schon parat, den zweiten. Und dann muss ich mal gleich mal einen Traktor schnappen, den Fan zum Beispiel, und dann den einen blauen Überladewagen nehmen für Kalk, damit wir nicht so weit fahren müssen dauernd, ne? Zuerst will ich ja meine Hopfenfelder kalken und dann die Wiesen. So, das ist so. Dann gleich mal den nächsten bereitstellen. Nehmen wir den Fendt, weil der Fendt ist ziemlich schnell. Ich habe ja auf Feld Nummer 50 die Wiese gemacht, weil sobald ich das die anderen Felder abgeerntet habe, die anderen Wiesen, dann soll da entsprechend Weizen und Gerste rein. Wegen der Fruchtfolge, der ist hier nämlich das Gras raus. Dann müssen wir noch ein weiteres Feld suchen mit Gras, um ein bisschen Ausgleich zu haben für die BGH und vielleicht sogar für die Kühe, ne, als Futter. Die kleinen Wiesen behalte ich, die 23 und die 24 und 25, das behalte ich erstmal. Meine Wiese kann ich auch im Frühling noch machen. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Jetzt stelle ich mir parat, falls der andere schon voll ist, der füllt er noch ein. Oder gleich, ich glaube das. Vielleicht das nicht. Ach, da war ja hier so ein Sack zum Auffüllen, stimmt ja. So ein Big Bag. Ja, wie das mit Auffüllen geht automatisch, da muss ich mal noch gucken. Das weiß ich nicht genau. Aber bei Kalk hat es ja mal gereicht, weil da ist ja nicht so. Ja, Quatsch. So oft war ja nicht so fahren früher, ne? Das war nicht so tragisch. Und mit den Überladewagen ganz gut. Ja, wenn die alle durch die Gegend fahren, das ja, würde mir im Prinzip Leistung kosten, ne? Habe ich heute 30? Ja. Das weiß ich auch nicht warum. Hängt aber mit dem Ding zusammen, mit dem zweiten Aufnahmeprogramm. Wenn der nicht ist, dann ist es entsprechend nicht so dramatisch. Wo man sieht es nicht, ne? Na, zu tun mit Pflegebereich zu fahren ist nicht. Ach, den Mod wollte ich auch noch nehmen. Ich wollte hier Realismus mit draufbringen. Da gibt es aber Traktoren, Käse, die haben Zwillingsbereifung doppelt. Also zwei schmale nebeneinander. Eigentlich ist ja so Pflegebereifung gedacht, dass sie in den Feld reinfahren, wenn zum Beispiel die Rüben gepflanzt sind, dass er genau in den Reihen im Prinzip dann auch fahren könnte. Ne? Theoretisch. Ich glaube nicht immer, aber so ist er gedacht. Ne, so genau in den Reihen, wo jetzt Platz wäre, da muss er jetzt rein passen. Ne? Gut, in dem Fall ist es nicht ganz so dramatisch. Hier ist es nicht so extrem. So, Feldmodus, Kurs, Generierung. Wir sind auf 18 Meter, das ist wichtig. Vorgewende nochmal 2. Und kurz generieren. Natürlich muss man den Kurs einmal in die Feld anklicken, ne? Man braucht nichts. Und dann lassen wir gleich mal arbeiten. Und dann mal das kurz gucken. Kalkwert ist aktuell. Was bringt er aus? 6,13 Tonnen. Automatisch. pH-Wert ist plus 0,875 für Lehm. So. Geht doch mal drauf, ne? Ein bisschen schon, ne? Aktuell 6,0. Boah, das passt schon so. 5,26 Hektar automatisch, okay. So, dann gehen wir zum Hof zurück.
Der nächste wird gleich bei 5 arbeiten. Ah, wo ist der Hof? Hier. Den zwar nicht, aber den Traktor mache ich jetzt. Und der. Ja, könnte man die Wiese nehmen, ne? Aber wir müssen mal den zweiten gleich ranfahren wegen Aufladen, ne? Das dauert schon so lange. Kostet ein bisschen Geld, aber ist halt nicht anders, ne? Das macht sich in der Ernte sicherlich bezahlbar. Also bezahlt. So. Hier geht aber rein, ne? 50.000 oder so. Das ist, soweit ich weiß, ein Original-Fahrzeug. Oder ein Mod. Weiß ich nicht mehr genau. Oh, hier. Das dauert eine Weile, deswegen steigen wir aus und fahren halt zum Feld immer hoch. Ja. 5 oder so, ne? Noch keine Werte erkannt, okay. Habe ich auch nicht gemessen, ne? Aber da vorne irgendwo. Hier sowieso nicht. Kein Feld. Keine Frucht. Hier vielleicht. Auch nicht. Das hängt ja mit dem Fahrzeug zusammen oder dem Gebäude, dass wir da unser Gerät so liegen haben. Man braucht nur ein Gebäude haben. Ne? Beide sind nicht notwendig. So, fahren wir Feld 4, da wir eine kleine Karte doch sehen. Feld 4, da müssen wir jetzt geradeaus. Und dann hier rechts. Irgendwie so. Ja, viel Arbeit. Zu wenig Geld, ne? Aber die machen es ja schon Spaß, ne? Ja, vielleicht kommt ja bei Personalfahrern ein bisschen mehr dazu. Denn rein theoretisch. Links, rechts, rechts. Rein theoretisch fehlen noch einige Düngerarten. Wie Phosphor zum Beispiel. So, andere Dinge halt, ne? Die da auch noch brauchen. Da gibt auch noch mehrere Sachen, ne? Die man zugeben könnte. Aber da sei mal optimistisch, da kommt noch garantiert was. Das ist ein Projekt für 2 Jahre. Gute Testphase für später, ne? So, mal gucken. Rechts wollen wir fahren. 5 ist ein bisschen kleiner als ja, da haben wir doch ein bisschen ungünstig. Aber es geht. Als die 4, wenn wir ja was nachfüllen müssen, denke ich mal. Aber Karl kann man gut erkennen, wo man aufgehört hat, ne? Züge fahren hier nicht mehr. Stillgelegt. Überall, ne? Ja, Hopfenfeld 2 Stück. Und Rübenfeld habe ich noch. Und dann sind mir die Wiesen wichtig. Lohnzahlung 3662. Mensch, das kann ja, kosten die alle Geld. Tja, viel Advent, ne? Nächste Woche ist es soweit, ne? Überraschung. Bei uns war schon heute Überraschung gewesen. Naja. Wieder totaler Lockdown. Ab nächstes Jahr, glaube ich. Ich habe ja nie angehört, dass das tut mir beim besten Willen nicht an. Aber eben habe ich gehört. Und dann soll irgendwie Testpflicht sein oder sowas. Irgendwo habe ich gehört. Hier will ich was scheißen. Können Sie allein testen. So, Kursgenerierung. 5. Ah, da muss ich mir noch genauer anhören. Mal gucken, was da im Internet steht. Denn das gibt ja auch die Grundregel, dass man ja keine DNA-Probe ziehen darf. Ne? Das ist ja, das berufe ich mir einfach. Das muss ein Richter unterschreiben. Sonst mache ich da nichts. So. Automatisch. Die sahen im großen Ganzen noch ganz gut aus. Der Wert, ne? Hier ist er sparsam. Okay, wird auch hier nicht reichen. So, okay. Dann gehen wir gleich mal zum nächsten Fahrzeug. Den können wir stehen lassen. Da sind keine Rüben mehr da. Beziehungsweise zu wenig. Und den werden wir gleich mal gucken. Der eine Kalk ist schon 17.000, das ist
Dann fahren wir Richtung Feld 4. 46.000? War nicht mehr. Na gut, immerhin. Alles angekommen. Oder fertig. Ach, fällt nur Grasfeld sicherlich. Echt? So. Muss ich mal schauen. Junge? Ja, kann sein. Möglich. Wir fahren mal Richtung Feld 4. Nachschub. Falls er was haben will. Geht schon, ne? Irgendwie. Ich wollte mal gucken mit den Tieren, ob die genug Futter haben und Wasser. Das muss ich eigentlich jede Woche machen. Wasser, Schweinestall, die müssen dann morgen was kriegen. Ja. Pumpe muss ich aktivieren. Also aktuell haben sie noch kein Problem mehr. Aber schon morgen, spätestens. Bevor das dunkel wird, mit dem Wetter machen wir die Tiere ein bisschen Wasser, Futter geben. Ich will ja nicht die Zeit jetzt beschleunigen, weil ich ja jetzt mal die ganzen Düngerarbeit abschließen möchte, zumindest auf unseren Feldern, ne? Die jetzt noch wachsen, damit die entsprechend noch Dünger kriegen und Kalk. So, den können wir hier rechts abstellen, das ist nun egal. Nur in ihrer Straße. So. Wird ja vorbeikommen, ne? Theoretisch. Der ist noch nicht fertig. Ach, sicherlich der andere auf den Hopfenfeld. Ja, der braucht allerhand, ne? Schon ein bisschen, naja gut, geht euch automatisch, ne? Also hier ist ein bisschen Anschlag, kann man sagen, ne? Für Gras halt, ne? So, hier ist er fertig. Aber hier müsste, na gut, das gibt gerade nicht mehr. Den checken wir Richtung Hof. So, falls Abschluss kommt. Ja. Der Kalbstreuer, der Arbeit auf Feld Nummer 4, das ist jetzt schon ganz gut. Und der ist jetzt bei 9000, ja, wird nicht reichen. Vorgewendet schafft er gerade so, würde ich meinen. Aber das muss sein, sonst haben wir Probleme. So, alles auf Feld Nummer 5, erste Runde. Ob ich da hinkomme? Unwahrscheinlich. Hier. Ja, genau. Müssen wir gucken. Dünge. pH-Wert. Da müsste Kalk noch rauf. Da kommt gerade Kalk rein, rauf. Und gedüngt ist das, glaube ich, schon. Ne? Stickstoff ist ja schon gedüngt. Die Ecken so nicht, aber. Wahrscheinlich wird da besser gemessen haben in der. Die Flächen, die sind noch brach. Die sind auch brach und die kommen auch noch mit Dünger rein. Da sieht es eigentlich noch schlecht aus, aber da muss ich im Wachstum warten oder halt, ne? Und da sieht gut aus. Da haben wir einen kleinen Radius gemessen, das ist da ziemlich aufwendig. Also gut, den fahren wir zum Hof. Weitere Felder fallen jetzt aktuell nicht rein. Ich muss nur sehen, dass wir dann die Dings nehmen, die Güllefass. Beziehungsweise unser Steuer für Gülle. Wir können ja die Gärreste nehmen von der BGH. Und den muss ich einklappen. Das klappt meistens irgendwo hängen bleibt. Das ist schlecht. Dann können wir unsere anderen Felder vorbereiten. Der Kalksteuer kann eine Weile arbeiten, bis die Meldung kommt, ist fertig. Blocking, Arion Blocking. Wo hängen die jetzt? Ja, irgendwo hängt das.
Ist auch nicht so tragisch. Denn nach dem Wachstum wird man mal sicherlich Dünger anfallen. Denke ich mal. So. Gut. Hier ist so eine Bodendelle hier. von der Fabrik hier irgendwie. Das bricht die Achse bald durch. So, was wollte ich gucken hier? Ne, da nicht. Um Hof, den. Grasstroh. Ja gut, dann ist keine Rüben drinne mehr. Brauche auch nicht fahren, ne? Also keine Rüben, dann wird auch nicht gefahren. Dann muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo normalerweise vorne in der großen großen Bereich. Den stelle ich mal gleich hin beim Mischfutter, weil der passt nämlich nicht da rein. Da muss ja die Kühe füttern. Hier fahren keine Fahrzeuge. Das können wir gleich entsprechend voll machen. Ja, lassen wir eine Weile arbeiten, ja, das kann er nebenbei tun. Jetzt gucken wir hier, wo wir ein Güllefass haben mit Düngefunktion. Haben wir hier nicht, ne? Ne. Das haben wir hier nicht. Das heißt, kaufen. Ist leider so. Wenn es hier nicht steht, haben wir auch nichts. Wir haben null Transport. Wir könnten höchstens also Überladefunktion einbauen. Also das Prinzip, dass wir da mehrere Fahrzeuge hinschicken zum Feld und da entsprechend abholen. Aber bei Feld 1 und 2 und 3 nicht notwendig, weil wir haben ja genug, ne? So, okay. Das war jetzt der Faktor, wo nicht klappt, denn wieder. So. Da habe ich noch genug Geld. Güllefässer. Ich habe ja nur mehrere. Ich will ja jetzt das ausbringen. Das muss ja sich auch lohnen, ne? Anführungszeichen. Das ist ein Überladedings, ne? 16.000 bis knapp. Und den kann man vor Ort voll machen. Feldcontainer. Wollen wir auch nicht haben. Der Horsch passt der Trab 21 rein. Und der geht 30.000. Der 25, der 34. Wenn wir Geld leihen, glaube ich. Wie viel PS? 350 Euro, der Traktor hat es. Geld haben wir nicht genug. Das war mir klar. Nur leihen, ne? Nützt auch nichts. Kurze Bank holen. Tut schnell aber eine Million mit drauf, ne? Die muss ja auch das andere Ding anbauen. Die Erweiterung. Zurück. So, okay. Güllefässer. Und zwar. Der hat die 15.000 und 12 Meter. Ist mir so klein. Der hat 18.000, 14 Meter. Bei unserer Flächen müssen wir ein großes haben. Also PG2. PG3, PG2, 35, 34.000 Liter. Und wie breit ist der? Das ist Breite 12 Meter. Und das ist Breite 36. Das ist genau richtig. Das müssen wir auch haben. Also, den. Da gibt nur Reifen. Also Breitreifen. Gut. Kaufen. Dann zurück und den dazu. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Da steht die Hose. Das passt zum Grünen, ne? Da war aber keine Absicht. Das ist die Größe entscheidend. Es gibt wohl auch noch einen anderen Mod dafür. Aber da wird aktuell kein drauf und denk mal, die werden es machen.
Der andere will aufgefüllt werden, das haben wir klar. Und dann, wenn man keine Zeit hat. Aber wir werden mal Richtung BGH fahren und dort den einfüllen. Ne? Das habe ich mal neulich gesehen, einen richtigen Agrarwinkel. Der Ladearm ist eigentlich dafür da, dass er automatisch beladen wird. Oder sich automatisch die Gülle sich dann ziehen kann. Ne? Dass der Fahrer nicht aussteigen muss. Praktisch. Das ist ja eine Friebelarbeit, wenn schon echt so eine Katastrophe. Mit Schwung, ne? Ja, jetzt hat er richtig geritten. Richtige Parallele. Ja, jetzt hat er eben dran. Jetzt fahren wir Richtung BGH und dann werden wir ihn auffüllen, der Reste, und dann mal schauen wir mal, wie wir das entsprechend da, was für einen Wert wir kriegen, was jetzt an Dünger drauf geht, ne? Also an Stickstoff. Hier geht es ja nur um Stickstoff, nicht um Kalium, nicht um Phosphor, sondern reiner Stickstoff. Kalium und Phosphor haben wir noch nicht, das haben wir nur im Kernlumpfhaus. Da gab es auch einen großen Update. Wird aber jetzt in meiner ersten 7 Folgen, die jetzt laufen, nicht betreffen. Ist auch nicht ganz so tragisch. Halt zum zweiten Feiertag halt. Ja, heute ist Dienstag, ne? Ich hätte gestern noch mal hingeguckt. Ah, ich bin durcheinander gekommen. Heute schon hier. Der vierte von Geschichte. So, was haben wir hier drin am Wert? 203. Da hat noch viel Platz. Also viel. Gärreste. Gut, da gehen wir kurz rüber. Auf Feld 4. Da ist der Dings. Ich kann ihm jetzt hier eine Fahne hinhängen, aber wohl, das kann man ja gut sehen, ne? Sonst wäre das blöd, Anführungszeichen, ne? Ja, das ist Kalk halt, ne? Das große Fahrzeug habe ich zwar nicht gekauft, aber können wir auch nicht nutzen, weil einfach die Pflegebereifung nicht dafür da ist. Eigentlich können wir nur Kalk geben, wenn die Saat drauf ist, weil erst dann kann er das berechnen, ne? So, dann bin ich dran, dann geht gleich voll. Nicht ganz, aber fast. Jo, das geht aber ziemlich zügig, das muss gehen. Unter anderem Dünger, Kalk, Blocking, Mist. Und dann ist die BGH für voll. Aber eins ist halt so, dass wir ziemlich ja. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist überlang. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Morgen ist noch ein Arbeitstag noch für mich und dann ist auch Urlaub. So, dann sagen wir tschüss. Ciao, ciao. Und dann Ticketzeit fürs Reinschauen. Jo. Ciao und bis morgen. Tschüss.